Hey Leute, schaut mal. Was ist denn hier los? Hört auf damit! Oh nein! Wer war das? Das war sie! Nein, ich war das nicht! Zum Direktor, schnell! Oh! Hallo, ich bin Vox, dein Schuldirektor. Hier ist es nicht mehr cool, brav zu sein. Du musst ein Star sein, Charlie Morningstar. Und ich kann dir dabei helfen. Was? Was ist denn hier los? Benutzt du nie Zahnseide? Nein, 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 nein. Ich rufe meinen Zahnarzt an. Einen Zahnarzt? Mach auf! Oh, deine Zähne sind so langweilig. Sie müssen ersetzt werden. Meine Zähne! Nur ein Scherz. Ich mache sie nur ein bisschen schöner, das ist alles. Aber vorher noch ein bisschen putzen. Oh mein Gott, deine Zähne haben bestimmt schon bessere Tage gesehen. Keine Sorge, ich bin eine Expertin im Zähneputzen. Darin habe ich jahrhundertelange Erfahrung. Guck mal. Tada! So, fertig. Cool, danke. Wow. Jetzt bist du perfekt. Sie sind so scharf. Wow. Oh. Guck mal, ich habe Reißzähne. Toll, mein Schatz. Halt das mal. Lass mich nur ein paar Sachen holen. Kuchenteig? Was für ein Kuchen. Etwas ganz Besonderes. Wie findest du mich jetzt? Und ein Schminkpinsel. Oh nein, mein Kuchen, er ist ruiniert. Ja, jetzt muss ich ihn neu backen. Sorry, oh. Schönheitsblender, lass uns was Cooles machen. Ich mache es kantig. Das muss nicht perfekt sein. Das macht es cool. Jetzt male ich es mit Lippenstift rot an. Wie rockig ist das? Jetzt habe ich ein Horn. Mach das nochmal, dann ist der Look perfekt. Das ist das coolste Mädchen, das ich je gesehen habe. Cool. Hey, Direktor. Was haben wir denn hier? Für die Schule? Ah, nicht für die Schule. Mal sehen, was passiert. Es schmilzt. Ein bisschen mehr. Das reicht bestimmt. Verrückt! Nein, gib mir meine Haare zurück! Gib sie zurück! Was zum... Eine neue Frisur? Die steht mir so gut, findest du nicht? Guck mal, Herr Direktor! Wunderschön! Du, das hast du gut gemacht! Velvet, komm und sieh dir das an! Was? Hallo da! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Was ist denn los? So kannst du nicht raus! Nicht unter meiner Aufsicht! Es ist so schlimm! Warum? In den Sack! Was? Bitte, bitte nicht! Machen wir eine Modenschau! Outfit Nummer 1, bitte! Wow! Schick! Ich bin so süß! Gefällt's dir? Mir nicht. Na toll! Nächstes Outfit. Ich fühle es. Wirklich? Nein? Wieder? Nein, 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 nein! Okay. Hey! Hey! Hilfe! Ist der geschlossen? Oh nein! Er ist kaputt! Hab keine Angst! Ich werde dich retten! Direktor? Haben Sie mich gerufen? Oh, Hilf was ist passiert? Ihr? Hey, hey, hey! Oh Mann, hast du den geklebt oder was? Moment mal, er geht auf! Und was meinst du? Es ist hoffnungslos! Ist es wirklich so schlimm? Ich muss aus dem Anzug raus. Hey, wie
Wie wär's, wenn ich ihn andersrum anziehe? Sieht gut aus. Jetzt noch ein paar Details. Die Ärmel sind etwas zu lang. Genau so. Perfekt. Das ist so süß. Und jetzt meine Hose. Da fehlt noch ein bisschen Rot. Endlich ist mein Kuchen fertig. Lass uns ein Stück probieren. Wir brauchen noch etwas Farbe. Ich klopfe den Teebeutel direkt auf den Stoff. Ich wünschte, ich hätte einen größeren Teebeutel. Das dauert ewig. Genau das meine ich. Es ist Teezeit. Wir brauchen heißes Wasser. Lass uns den Teebeutel einweichen. Das macht mich durstig. Das sollte reichen. Guck dir mal das schöne Rot an. Absolut Fashion Week tauglich. Wow, gefällt mir. Guck mal, was für eine Hose ich gemacht habe. Wunderschön, du könntest Designerin werden. Oh nein, der Boden ist Lava. Out, out, out. Fetter Beat. Es brennt. Wo soll ich hin? Vielleicht hilft das. Autsch, autsch, autsch. Das macht Spaß. Hey, nimm das. Was? Folie? Okay. Was habe ich denn zu verlieren? Ich meine, wenn der Direktor das sagt, dann klappt das bestimmt. Wow. Wow. So schön. Und es funktioniert. Du brauchst Glitzer. Wow, das kommt auf meine Schuhe. Mein Outfit muss funkeln und glitzern. Und natürlich muss es rot sein. Hier ist der Knopf. So glänzend und so hübsch. Maison Morningstar, bald in einer Boutique in deiner Nähe. Und die Lava ist weg. Wo sind meine Zähne? Velvet, Liebling. Keine Sorge, Schatz. Unser Vampir-Zahnarzt kann Wunder vollbringen. Oh, Zähne. Toll. Wow, cool. Die kann ich gebrauchen. Kein Outfit ist komplett ohne Accessoires. Jetzt kleben wir jeden Zahn auf das Band. Und fertig ist sie. Meine eigene Zahnkette. Und alles biologisch. Guck mal meine Reißzähne. Was ist das denn? Igitt. Eine kleine Hand. Requisitenzeit. Sieht irgendwie langweilig aus. Also lasst uns Nägel machen. Zur Sicherheit ein Band anbringen. Jetzt habe ich Ohrringe. Ich finde, das rundet den Look ab. So schick. Wow, so ein kantiger Look. Guck mal. Oh, mein Schatz, du bist bereit für die Welt. So stolz auf dich. Und jetzt bye-bye. Mach dich auf Ärger gefasst und vervierfache ihn. Wow, du bist es. Wow. Ich bin hier, um Chaos anzurichten. Wow. Du bist verrückt. Du bist der Nächste. Hey. Du. Hey. Du siehst so schrecklich aus. Oh, du auch. Der Nächste, bitte. Ich. Oh, danke. Jetzt du. Ich bin ein großer Fan. So. Der Nächste, bitte. Endlich habe ich dich getroffen. Ich hab dich so lieb. Nerds sind hier nicht erlaubt. Oh, nein. Ich bin eine Loserin. Armes Ding, lass mich dir helfen. Komm her, Kind. Was ist los? Was passiert gerade? Aua. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Oh mein Gott, und wer bist du? Hab keine Angst, ich bin ein Freund. Ich weiß, wie ich Pomnys Herz gewinnen kann. Schau mal. Wow, ich würde alles für sie tun. Du machst es nur schlimmer. Probier das mal. Aber was ist das? So lustig. Er dehnt sich in alle Richtungen. Konzentrier dich. Klar, klar.
Yay, es kommt raus. Wow, so ein Riese. Und so viel davon. Es ist so klebrig. Jetzt benutze es. Okay, lass mich die Brille abnehmen. Es ist wie Wackelpudding. Und es trocknet so schnell. Jetzt nehmen Sie ab, langsam. Das fühlt sich gut an. Besser als ich dachte. Tschüss, Pickel. Cool. Aber mein Gesicht! Schon gut, Kind. Schau dir die Bilder von Jax an. Siehst du? Oh, nichts passiert ohne Grund, hä? Huh? Aber ich brauche etwas anderes. Huh? Darf ich? Hey, gib das zurück! Oh Gott, ich habe noch einen. Ja, genau, damit kann ich etwas Weiß ins Spiel bringen. Ich sprühe einfach hier und da drauf. Viel besser. Und jetzt die Wimpern. Ein paar Striche und fertig. Cool. Warte. Gesundheit. Danke. Hey, das ist noch besser. Was ist das? Das ist es. Das ist mein Lippenstift. Perfekt. Mein Make-up ist perfekt. Für die Haare? Ich brauche sowieso eine andere Haarfarbe. Oh nein, bitte nicht anfassen. Da ist ein besonderes Schloss dran. Mal sehen. Oh, was? Was ist denn hier los? Kane, ich brauche deine Hilfe. Irgendjemand, bitte. Wann hört das endlich auf? Es ist vorbei. Du solltest besser auf mich hören. Oh, danke. Vielen Dank. Ich mach dich trotzdem auf. So. Soll das ein Witz sein? Haare? Brombeeren? Ja, Brombeeren. Einfach drauf und festdrücken. So? Genau so. Das machst du toll. Achte nur darauf, dass du keine Locke übersiehst. Mal sehen, was dabei herauskommt. Wow, es hat geklappt. Und es sieht so cool aus. Aber etwas fehlt noch. Die Ohren. Ja, genau, lustige, flauschige Ohren. Wo bekomme ich die her? Das fühlt sich gut an. Kane, hilfst du mir bitte? Ha? Natürlich, Liebling, geh und hol ihn. Wow, danke. Die passen perfekt. Nur, ich muss sie nur noch zusammenkleben. Oh, interessant. Igitt, nicht das. Das da. Lass mich mal probieren. Wir schneiden nur den Haken ab. Perfekt. Und jetzt kommen die Ohren. Hier und hier. Jetzt probieren wir. Sehr gut. Und jetzt anprobieren. Ein Ohr abknicken. Wunderbar. Ich glaube, ich bin fertig. Lass mal sehen. Juhu, ich sehe aus wie ein Jax. Gut gemacht, Kleine. Gut gemacht. Was? Nur 30? Wie ist das möglich? Oh, was ist das? Ja, richtig. Hätte ich fast vergessen. Ich muss mich auch noch umziehen. Lass uns das machen. Zuerst suchen wir uns eine Farbe aus. Das sieht toll aus. Und jetzt? Hey, nicht gucken. Hä? Ich komme. Oh, 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 ich zuerst. Oh, danke, Leute. Jetzt kann ich diese Sachen ausziehen. Das wird eingetaucht. Moment mal. Und voilà. Schön, oder? Und die Jeans? Jetzt bist du dran. Ich hoffe nur, dass du etwas bunter wirst. Du gehst zurück an deinen Platz und ich nehme die Handschuhe. Anziehen. Wow, genau so wollte ich es haben. Jetzt passt alles zusammen. Und natürlich der Schwanz. Ah, wunderschön. So, und jetzt? Oh, wow. Jetzt sind es 100%. Jetzt kann ich zu ihr zurück. Da ist der Ausgang.
Endlich sehe ich Pomni. Komm schnell, sie wartet. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 in diese Falle tappe ich nicht. Oh, yeah! Doch, das wirst du, deshalb bin ich auch hier. Hab ich nicht. Oh Gott, das tut weh. Oh, du. Hey, 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 hallo da. Hey, du wirst mir helfen und ihr auch. Ich stelle mich einfach drauf und zeichne die Form meiner Füße nach. Jetzt alles ausschneiden. Vorsichtig. Aha, gut gemacht. Mal sehen, was wir haben. Das Wichtigste ist geschafft. Jetzt muss ich es nur noch weich und flauschig machen. Hier kommt noch etwas Kleber drauf. Genau an den Rand. Und dann alles drauf. Schön langsam. Wow, das gefällt mir jetzt schon. Buongiorno, Signorita. Buongiorno, darf ich? Danke, jetzt sehen sie aus wie richtige Pfoten. Probieren wir sie an. Die erste und die zweite. Wow, die sind so weich und kuschelig. Und sie sehen so toll aus. Ich liebe sie so sehr. Das sind die coolsten Schuhe überhaupt. Und wie viel ist das jetzt? Ja, 100%. Juhu. Gut gemacht, gratuliere. Das war echt klasse. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss, Schatz. Tschüss, Leute. Oh, bist das wirklich du? Wow. Hallo. Aber eben warst du noch... Und jetzt? Wow. So, gefällt's dir? Ich liebe es. Du bist so schön. Oh, danke. Oh mein Gott, oh nein. Wo ist sie hin? Oh nein, sie ist weg. Ich muss sie finden. Entschuldigung. Hallo, Jax. Ich habe schon so lange davon geträumt, dich kennenzulernen. Nein, du bist nicht Pomni. Ich muss eine Pomni werden. Aber ich bin so hässlich. Ich werde dich immer lieben. Jeder passende Ton. Hm? Was ist das für ein Ding? Du bist so knautschig. Hallo, Streberin. Ich bin Pickel-Gorilla. Interessant. Hast du auch Pickel? Und du weißt, was das bedeutet. Bitte befreie mich davon. Wow. Was für ein Nervenkitzel. Die Dinger sind reif. Das hilft gegen Pickel. Eine Gratis-Gesichtsmaske muss man einfach lieben. Die T-Zone nicht vergessen. Wow, da passiert wirklich was. Guck mal, die Bläschen. Ich liebe ein gutes Kribbeln. Also was steckt dahinter? Hoffentlich hat es funktioniert. Wow, das ist wirklich reine Haut. Oh, haha. Und du siehst auch gut aus. Au! Ist das alles? Du hast mich rausgeworfen? Wow, was ist das für ein Ding? Ich zeige ihr mal eine Gesichtsmaske. Hoffentlich mag ihre Haut ein bisschen mehr. Das wird episch. Jetzt brauche ich nur noch Popcorn. Showtime. Zum Glück habe ich Bohnen gegessen. Wow, das darf doch nicht wahr sein. Jedes passende Geräusch. Jedes passende Geräusch. Wow, danke, Bruder. Volltreffer. Gefällt's ihr? Oh, man. Machen wir sie nass. Hey, das hat meine Farbe verschüttet. Aber warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Rote Clownwangen? Ja, bitte. Jetzt fühle ich mich gleich viel süßer. Wow, ich sehe aus wie eine Pomni. Warum hasst mich das Universum? Oh, nimm das. Juhu. Hey, schon wieder YouTube-Bewerbung? Wow, genau das, was ich brauche? Mama hat bestimmt nichts dagegen. In den Warenkorb. Juhu. Pomni hat auch rote Augen. Hey, das kitzelt. Wow. Pomnis bunte Augen. Das ist fantastisch. Hier unten passiert etwas. Nichts, was ein bisschen Schokolade nicht beheben könnte. Kein Löffel, kein Problem. Alles kommt an einen Ort. Ein passender Ton. So cremig. Ein passender Ton. Oh, oh. Ups.
Ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Zeit zu reinigen. Oder besser gesagt, Zeit für ein Makeover. Wie ein Nachmittag im Salon. Wer hätte gedacht, dass Schokolade so vielseitig ist? Und Feuchtigkeitsspenden. Na, hat's geklappt? Schmeckt bestimmt gut. Hey, wow! Ich liebe es. Aber was ist mit meinem Outfit? Das ist meine nächste Aktion. Hoffentlich passt es. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Auweia! Das wird eine Narbe geben. Hey, ist doch gar nicht so schlimm. Hier oben ist es viel besser. Aber die sehen so traurig aus. Vielleicht hilft etwas frische Luft. Los geht's. Größer. Okay, das beliebte Geräusch. Komm schon. Aber warte mal. Da kann ich auch gleich mein Gas benutzen. Jetzt mache ich den Hut lebendig. Hoffentlich habe ich genug aufgeblasen. So. Nur noch ein paar Anpassungen. So. Und die andere Seite? Perfekt. Das auch nicht vergessen. Hahaha. So süß. Guck mal. Wow, genau wie auf dem Foto. Ich kann es gar nicht glauben. Wie ähnlich sehe ich aus? Oh, 50. Jeder passende Ton. Virus, Virus, Virus. Jeder passende Ton. Hey, klau mir nicht meine Kleider. Was für ein Virus ist das? Ihr kleinen Schlingel. Hört auf. Verrückte Hacker. Meine Kleider zerrissen. Vielleicht ist es Zeit für ein neues Outfit. Auf geht's. Ich bin bereit für die Herausforderung. Mal sehen. Sehr schön. Welche Farbe ist schöner als blau? Das Wasser verändert sich, siehst du? Genau so. Wunderschön. Jetzt kommt der super spaßige Teil. Tschüss, langweiliges Weiß. Und hallo, Zirkusblau. Es ist wie Zauberei. Wow, toll. Die Hälfte ist geschafft. Und jetzt die nächste. Hoffentlich wird sie genauso toll wie die blaue. Genau so. Schau dir das an. Ah! Und los geht's. Und es passt wie angegossen. Ist das nicht toll? Warte mal. Mit der Schleife wird es noch schöner. Und Rüschen. So süß. Und das auch noch. Auch so glitzernd. Hey, ich brauche ein paar Kurven. Hier kommt der Flaum ins Spiel. Je voluminöser, desto besser. Mach dich bereit für ein bisschen Zirkus-Charivari. Fantastisch. Der süßeste Clown ist hier, um euch zu unterhalten. Wow, Jax wird das lieben. Wie viel jetzt? Ja, endlich kann ich als Pomni durchgehen. Kannst du das glauben? Ich werde den Hasen austricksen. Oh nein. Ah! Ist es gebrochen? Oh nein, meine Zehen. Wie bringe ich das wieder in Ordnung? Mein Fuß. Oh, du brauchst Schuhe. Natürlich. Passen die? Die haben auf jeden Fall meine Größe. Aber man kann die Schuhe ja aufpeppen. Okay, noch ein bisschen. Das könnte eine Weile dauern. Pomni würde sich nie mit langweiligen weißen Turnschuhen erwischen lassen. Wow, sind die nicht toll? Ich liebe sie. Aber sind sie auch stolpersicher? Hier! Wow, ich fühle gar nichts. Juhu! Du wirst mich bald sehen. Ich bin bereit, online zu gehen. Jeder passende Ton. Wünscht mir Glück. Ich bin wieder da. Scheint immer noch zu fehlen. Naja, jetzt nicht mehr. Überraschung. Rate mal, wer wieder in Aktion ist. Hallo. Was, hä? Suchst du mich? Pomni, bist du es wirklich? Auf keinen Fall. Bist du die echte Pomni? Oh ja. Es wie so von der Stasis-Diskone gehabt. Mein Plan hat funktioniert. Ja. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ich habe Pomni reingelegt. Ich bin so aufgeregt. Für mich? Verdammte Kinder. Wir sind wegen des Films hier. Yeah! Fertig. Mach weiter. Wer bist du? Okay, mal sehen. Entschuldige, Kumpel. Zeig dich. Hallo. Du bist süß.
Aber du bist es nicht. Ekelhaft. Ha, keine Menschen erlaubt. Ich traue meinen Augen nicht. Wow. So ein gut aussehender Mann. Ich bin verliebt. Er berührt mich. Ja. Hey. Was ist passiert? Wo bin ich? Und was zum Teufel ist das? Das tut weh. Wie komme ich hier raus? Oh, was für ein schöner Drink. Komischer Strohhalm auch. Das sollte besser funktionieren. Guck mal, wie das Kätzchen das macht. Tschüss. Gute Reise. Was? Ein Zug? Sieht aus wie eine Sonderlieferung. Ich liebe Überraschungen. Wie aufregend. Eine Maske? Wow. Die brauche ich nicht mehr. Das sind Katzenaugen. Auf geht's. Katzenkampf. Oh. Pfoten? Aktiviert. Einen Moment. Guck mal. Sie hat alle meine Pickel abgekratzt. So weich. Hier könnte ich einschlafen. Ja, alles wegmassieren, Pfoten. Fühlt sich gut an. Hallo. Wie sehe ich aus? Was? Oh nein. Ich muss hier raus. Bitte aufhören. Was mache ich denn jetzt? Es macht Spaß. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, was ist das? Ein Lippenstift? Und er hat eine Pfote drauf. Hoffentlich ist das meine Farbe. Fühlt sich weich an. Was meinst du? Ich finde ihn toll. Aber das ist erst der Anfang, siehst du? Ich brauche Katzenglamour, Leute. Ich muss es erst zeichnen. Siehst du, dass das eine Katze ist? Das wird noch. Oh ja. Und wow. Jetzt noch ein bisschen Glitzer. Bist du bereit? Hier kommt die Schere. Man muss dem Prozess vertrauen. Mal sehen. Wow. Los geht's, Baby. Zum Glück habe ich viel davon. Hoffentlich ist es schön klebrig. Das muss ja die ganze Nacht halten. Schnurrhaare sind so süß, oder? Tada. So süß. Von meinen Katzenaugen zu meinen schönen Schnurrhaaren. Miau. Ich liebe es. Brrr. Diese Katze ist wütend. Eine Feder? Meine Zähne. Oh Mann. Hey, ich brauche meine Zähne zurück. Zeit nach Hause zu gehen, Jungs. Warte, ich glaube, ich hab's. Igitt, das Ganze muss erst gereinigt werden. Das reicht jetzt. Darf ich mir das ausleihen? Und das. Hallo, so komisch. Ich brauche nur die Pinzette. Eklige kleine Spinnen. Du gehörst nicht an meine Zähne. Ihh, jetzt aber richtig putzen. Diese Zähne haben es wirklich nötig. Der Spaß ist vorbei. Der Dreck muss weg. Ich brauche mehr als nur eine Bürste. Ich brauche ein Zahnwunder. Hier. Ich habe die Kraft. Und die steckt in diesen Nägeln hier. Oder besser, in meinen Reißzähnen. Ich bin eine kleine Katze. Und so einfach ist das. Ich bin wild. Perfekt, um Beute zu machen. Leg dich nicht mit mir an. Testen wir diese Dinger. Ich reiß sie auseinander. Ja, schön scharf. Lecker. Siehst du, was ich sehe? Süße Gummiaugen. Toll. Diese Zähne machen ihre Arbeit gut. Lecker. Jetzt wird's lustig. Einmal schütteln. Jetzt geht's los. Das habe ich nicht durchdacht. Und jetzt? Es ist so viel. Ich versuche, alles einzufangen. Was für ein Durcheinander. Lass mich nachdenken. Darf ich? Hey, zu teilen ist sich zu sorgen, Kätzchen. Danke, ich brauche nur den Saft. So hübsch und blau. Lehn dich zurück und genieße die Magie. Er färbt den Rasierschaum blau. Wow, natürlicher Farbstoff, oder? Und jetzt kommt das Beste. Er fühlt sich so gut an meinen Fingern an. Siehst du, wie er sich verändert? Er ist perfekt. Und los geht's. Wow, ich liebe es. Das ist so befriedigend. Meine Haare werden so cool aussehen. Die letzte Strähne muss ich auch noch machen. Diese Mieze wird in Blau wunderschön aussehen. Okay, das war's.
Zeit zum Föhnen. Frischluft, wir kommen. Ich glaube, es klappt. Kannst du es sehen? Vor meinen Augen nimmt es Form an. Und so einfach. Ich bin eine Blaubeerhaargöttin. Wow, ist das nicht toll? Und ich habe es ganz allein gemacht. Nenn mich einfach ein Katzenhaargenie. Aber mir fehlt noch etwas ganz Wichtiges. Hm, warte, ich kann das alles gebrauchen. Moment. Diese Katze bekommt heute ihre Ohren. Guck mal. Keine Angst, da kommen Ohren. Dann mal los. Achtung, fertig. Miau. Gib das her. Das auch. Die sind perfekt und so süß. Siehst du? Oh nein. Ich weiß, ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Das blöde Ding brauchst du nicht. Der Drahtbügel reicht. Der passt sich meiner Kopfform an. Tschüss, Haken. Jetzt muss ich nur noch die Ohren draufsetzen. Kaugummi drauf. Das beste klebrige Zeug weit und breit. Das hält die Ohren für mich fest. Na, wie sehen sie aus? Wow, hallo. Hallo, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job. Du bist gefeuert. Gib das her. Mein Staubwedel. Wovon soll ich leben? Nein! Nicht mein Problem. Es reicht. Jetzt habe ich meinen Schwanz. Guck mal, mein süßer kleiner Katzenpopo. Toll. Bin ich schon eine richtige Katze? Oh nein. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe kein Fell. Wie traurig. Ich kann mir kein Fell wachsen lassen. Aber ich kann eins produzieren. Dieser lila Pelz wäre perfekt. Ich brauche nur Teile davon. Damit kann ich alles zudecken. So, jetzt ist es besser. So viele Teile. Schau sie dir an. Wow. Komm auf meinen Körper. Los geht's. Es ist Fellzeit, Baby. Ja. Oh nein, Fellknoll. Guck mal. Ist das von mir? Das kann ich gebrauchen. Das wird mir sicher gut stehen. Das kann ich mir umhängen. Total cool. Alles sitzt. So weich. Ich brauche Fotos. Miau. Die Kraft der Katze, Baby. So weich und kuschelig. Will mich jemand streicheln? So süß. Soll ich dir helfen? Oh nein, ich wusste gar nicht, dass es regnen soll. Hoffentlich dauert es nicht lange. Warte mal, ist das die Sonne? Wolkiger Tag, hau ab. Aber den Schirm muss ich nicht loswerden. Was für ein lustiges Material zum Kratzen. Aber mein Kratzen hat Methode. Und das sieht aus wie ein süßer Rock. Oh ja, so sieht das schon viel besser aus. Süße Kuschel-Vibes, perfekt für diese Katze. Ich liebe es einfach. Riechst du das? Hey, wow, wer ist denn hier so süß? Ich hab dir ein Geschenk da gelassen. Lass uns aufräumen. Nichts dagegen? Hoppla. Willst du einen Katzensnack? Aber du musst dein Kunststück vorführen. Hast du verstanden? Mach 360. Okay, verrückte Dame. Zufrieden? Ja, hier ist dein Leckerli. Ja, direkt in den Mund, ja. Super. Zeit zum Laufen. Das wird so lustig. Nicht so schnell. Warte, ich muss mal. Ich hab's doch gesagt. Da hat jemand ein Häufchen gemacht. Das sind nicht meine Pfoten. Ich will meine. Das ist so unfair. Warum? Warum? Moment mal. Das ist es. Die Antwort lag direkt vor meiner Nase. Kätzchenpfoten sind unterwegs. Das wird eine große. Mach das nicht zu Hause, Kinder. Die Klinge ist scharf. Kaugummi bitte. Okay, viel Kaugummi. Ich brauche kleine Bohnen davon. Da, hallo süße dicke Pfote. Wow, die sind so weich und kuschelig. Ich liebe sie. Wie ein richtiges Kätzchen. Warte, mein Crush. Hey, ich warte auf dich im Kino. Wartet, bis er mich sieht. Wow. Guck mal, wow. Wer ist diese kleine Katze? Sie ist die schönste, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich? Rar. Darf ich jetzt rein? Oh mein Gott. Du darfst rein, aber... Miau. Oder vielleicht doch nur eine Umarmung. Perfekt. Pomni? Nein, Ragatha. Kane. Oh, Jax.
Natürlich wird es immer er sein. Jax ist total mein Crush. Hä? Und gleich lernst du ihn persönlich kennen. Schneide dich an, du kommst mit mir. Oh nein, lass mich los, lass mich los! Lass mich los, Mama! Wo bin ich? Eine neue Figur, was? Komm schon. Jax! Oh, vergiss es. Oh nein, er hat sich nicht die beste Zeit zum Weinen. Unsere Pomni ist verschwunden. Du musst uns helfen, schnell! Was ist das für ein Ort? Du hast nur eine Stunde, Schatz. Was? Auf keinen Fall! Bitte lasst mich heraus! Hä? Was ist das denn? Spielst du mit mir? Das sieht komisch aus. Und hier ist eine Münze. Na gut, versuchen wir's. Ja, meine kleine Schönheit, gib es mir, gib es mir. Mach schon, du schaffst es. Nimm es und bring es zu Mama. Nein, nein, nicht das. Ach, das wollte ich nicht. Lass es uns noch einmal versuchen. Nein, machst du das mit Absicht? Blöde Maschine. Lass mal sehen. Hä? Es ist halb leer. Oh nein, dann müssen wir wohl zu drastischeren Mitteln greifen. Ein Luftballon. Moment. Toll, jetzt nehmen wir alle Reste und zaubern etwas. Tu einfach alle Farben rein, die du brauchst. Rot, blau und natürlich noch etwas viel bunteres. Zum Beispiel etwas orange und gelb. Gut mischen, genau so. Gut gemacht. Und jetzt fangen wir an. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Obwohl, Schönheit erfordert Opfer. Also, wie sieht's aus? Wow, ich bin ein Clown. Genau das habe ich gebraucht. Nur noch ein paar Dinge. Nur ein paar Berührungen hier und hier. Und unten auch. Ganz, ganz vorsichtig. Perfekt. Jetzt noch ein bisschen Farbe. Rot mag ich am liebsten. Aber mit Blau sieht es noch schicker aus. Wow, jetzt sehe ich richtig aus wie Pomni. Unglaublich. Und das war gerade... Komm her! Aua, geh weg, geh weg! Was war das? Oh nein, 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 das ist meine Jacke. Jetzt gehört sie mir. Da bist du ja. Hey, pass auf, langsamer. Hey, das sieht interessant aus. So flauschig. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Daraus kann man gute Schulterpolster machen. Die werden toll aussehen. Hä? Aber ich brauche was viel bunteres. Warum nicht? Oh, genau daran habe ich gedacht. Danke. Jetzt kann ich es in jeder Farbe machen, die ich will. Lass uns alles anmalen, damit es zusammenpasst. Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Oh, schau sie dir an. Schau dir meine Schulterpolster an. Die sind so schön, so flauschig und bunt. Oh, was ist das? Das sieht komisch aus. Lass mal sehen. Komisch. Hä? Was ist das? Ach du Lieber. Unglaublich, wie lange das dauert. Ich glaube, ich weiß, was ich damit machen muss. Ja, genau. Das wird ganz einfach. Schau, ich mache einfach ein paar zu einem Knoten. Einer nach dem anderen. Rote und blaue, alle zusammen. Und am Ende haben wir ein schönes Kleid. Wow, das sieht so cool aus. Toll, ich kann sogar ein paar Pomni-Tänze. Vergiss die Zeit nicht. Was, nur noch 20 Minuten? Aber ich habe noch nichts mit meinen Haaren gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Pomni nicht so lange Haare. Also muss ich sie schneiden. Hey, pass doch auf, bist du blind oder was? So, fertig. Jetzt schauen wir uns alles an. Oh nein, ich hätte einen Spiegel benutzen sollen. Was habe ich nur gemacht? Ist doch egal, schau mich einfach an. Oh, du hast recht, das könnte ich gebrauchen. Ich könnte meine Haare mit Haarnadeln zusammenstecken. Und außerdem ein bisschen Farbe hinzufügen. Mal sehen, nur eine Farbe? Nein, es ist besser, sie zu kombinieren. Zusammen sehen sie toll aus. Die sind so schön. Lass mich ein paar anprobieren. Toll, das war wirklich eine tolle Idee. Jetzt sehe ich so hübsch aus. Oh, vielen Dank, jetzt sind wir schön. Immer willkommen. Hä? Hey, stopp! Was war das? Hä? Hey, aus dieser Hose könnte ich einen Pomni-Hut machen. Aber erst muss ich sie aufplustern. Ja, genau. Das brauche ich. Hey, was machst du da? Gib das her! Wow, die
Die passen perfekt zu meiner neuen Mütze. Lass sie uns reinlegen. Kleinere kommen nach oben und ein paar größere nach unten. Jetzt binde ich sie hier fest. Und hier auch. Oh, so weich und glatt. Lass es uns anziehen. Oh, es ist perfekt und so echt. Ich habe einen Pomni-Hut gemacht. Check, ich brauche eine Pause. Na, was haben wir denn da? Hm, mein Favorit. Lass mich mal... Hm, was ist das denn? Wow, das ist so bunt. Ich glaube, das kann ich auch gebrauchen. Lass mal sehen. Das ist es. Es hat die richtige Form. Jetzt muss ich es nur noch zusammenfalten. So einfach ist das. Eins nach dem anderen. Ein wirklich schönes Accessoire. Ja, guck mal. Oh, ist das schön. Lass mich mal anprobieren. Wunderschön. Was für einen perfekten Kragen ich gemacht habe. Jetzt habe ich einen Hut und einen schönen Kragen. Und natürlich ein perfektes Outfit. Bitte hör auf. Aber was ist das? Hey, Kumpel, wo kommst du denn her? Schau dir das an. Was denn? Da oben. Das da? Ja. Oh, das sind Strumpfhosen. Vielen Dank, Schatz. Ich glaube, jetzt bin ich... Was? Oh nein, da ist ein Loch drin. So ein großes. Was soll ich denn machen? Nimm das. Oh, die sind perfekt. Danke, Schatz. Ja, klar. Die verdecken nicht nur das Loch, sondern die Strumpfhose wird auch viel bunter und lustiger. Gut gemacht. Lass mal sehen. Wow, sie ist noch viel schöner geworden als vorher. Und jetzt gehen wir und... Aua, aua, aua. Das tut so weh, das tut so weh, so sehr. Du wirst jetzt zum Accessoire. Lass mich dir etwas Kleber geben. Ihr kommt genau hier hin. Ich werde verschiedene Farben nehmen und alles wie ein Puzzle zusammensetzen. Einfach überall aufkleben. Alle Größen passen zusammen. Ist das nicht toll? So etwas habe ich noch nie gesehen. Nicht einmal in Zeitschriften. Und wie sehen sie an meinen Füßen aus? Wow, das sind die schönsten Schuhe, die ich je hatte. Ja, Prinzessin, die sind echt cool. Und jetzt gehören sie mir, meine schicken Schuhe. Nur noch eine Minute, Schatz. Ja, geschafft. Ich bin fertig und nur noch eine Minute. Zeit zu gehen. Hoppla, habe ich gerade... Oh nein, was habe ich getan? Es tut mir so leid. Oh nein, sie hat meine Babys zerquetscht. Fass sie, sofort. Nein, nein, es war ein Unfall. Bleib, es tut du mir bist. Leid. Dafür wirst du oh nein. Sorry. Ich werde dich fangen. Das reicht. Komm her. Es war ein Unfall. Oh, was ist das denn? Nicht anfassen. Interessant. Ich glaube, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ja, ich habe eine Idee. Hey, was machst du da? Ganz ruhig. Ich brauche nur eine Mondform, siehst du? Nein, nicht. Bitte tu mir nicht weh. Das wird meine neue Mondtasche. Danke für deine Hilfe. Ich mache sie so, dass sie aussieht wie du. Mit deinen schönen Augen und deinem strahlenden Lächeln. Oh, oh, lass mich sehen, lass mich sehen. Oh, hallo, mein Schatz. Oh, was für eine schöne Kette du hast. Meine Kette? Okay. Oh, danke. Du bist mein Liebling. Schau, wie schön sie damit aussieht. Oh, was für eine perfekte Handtasche. Ich liebe sie. Das Design ist fantastisch und so bequem und praktisch. Ich nehme dich mit, Kleiner. Ja, lass uns hier verschwinden. Und schließen. Ist es gemütlich da drin? Ja. Sehr schön. Zeit zu gehen. Hä? Bitte lass uns nicht. Bitte geh nicht. Leb wohl, mein Freund. Ich muss gehen. Wohin führt diese Tür? Hi, schickes Outfit. Hi. Lass mich näher kommen. Ich wollte dich nur fragen, gehst du mit mir aus? Ausgehen? Ja, klar. Oh, tut mir leid. Was? Nein, ihr zwei bleibt hier. Es gibt kein Zurück aus diesem digitalen Zirkus. Was du nicht sagst. Jungs, geht und holt ihn. Was? Hey, nein, stopp. Gute Arbeit, Jungs. Danke. Gut gemacht. Jetzt hauen wir ab. Ich gehe überall mit dir hin. Ladies first. Freiheit. Ciao. Aufgepasst, der Wasserbändiger kommt durch. Rund und rund in... Da ist er. Hey, Leute. Seht euch meine Flammen cool, des Lobes an. Oh, hey, Mädchen. Hi, komm zu mir, Baby.
Oh nein! Woher kommt der Schwamm? Sponge Girl. Sieh mal, ein Formwandler. Lach sie nicht aus. Armes Ding, lass sie in Ruhe. Ich werde dich befreien. Oh mein Gott! Oh nein, das ist so peinlich. Ich kann nicht glauben, dass das mit mir passiert. Armes Häschen. Ich werde ihr helfen. Mein Leben ist ruiniert. Er wird mich nie und nimmer mögen. Was muss ich tun, um deine Liebe zu bekommen? Du kannst so heiß sein wie ich mich. Was ist das? Das ist genial. Ich werde mich in ein Feuermädchen Zuerst verwandeln. Muss ich die Haare so heiß wie eine Flamme machen. Hey, pass doch auf, Mädchen. Das sieht cool aus. Du denkst? Wow, ich weiß, oder? Dann bereiten Sie sich auf die große Metamorphose vor. Ich weiß, es sieht ungewöhnlich aus, aber Sie werden sehen. Eindrucksvoll. Oh, Zeit für eine Farbexplosion. Filzstifte sind immer dann praktisch, wenn es darum geht, Notfälle zu basteln. Mein Haar muss in aufregenden Farben leuchten. Mischen Sie gelb und rot. Ich liebe es schon jetzt. Das ist genug. Jetzt kommt der lustige Teil. Vielleicht könnte eine kleine Kopfmassage auch mir etwas Entspannung verschaffen. Was ist hier los? Moment mal. Meine Haare fangen an, sich in rote Flammen zu verwandeln. Oh, wow. Das ist genau die Farbe, die ich will. Das ist eindrucksvoll. Aber mein Gesicht, es juckt. Die Haut schält sich ab. Das ist eklig. Oh, schau, die tote Haut ist weg. Und ich habe eine frische Haut. Oh, mein Gott, ich bin blass wie ein Mensch. What, das heißt, ich brauche Make-up. Na gut, versuchen wir es mit diesem neuen Ansatz. Ich denke, wir können dies als eine neue Art der Gesichtsbemalung bezeichnen. Zeichnen Sie zuerst die Skizze. Lippen, Augen, Nase, Kieferpartie. Jetzt kommt der spannende Teil, das Schminken. Ein paar Tropfen der Make-up-Basis auspressen. Tragen Sie es gleichmäßig auf Wangen, Stirn und Kinn auf. Ein paar Tupfer-Konturenstift. Weiter zu Brows. Ich hätte gerne braune Augenbrauen. Und das Augen-Make-up ist ein echter Hingucker. Ich brauche die Farben des Feuers, Gelb und Orange. Schön. Holen Sie sich jetzt diese saftigen roten Lippen. Es ist soweit. Sanft auf das Gesicht auftragen. Drücken Sie ein wenig, damit das Make-up auf der Haut haftet. Wir werden das Ergebnis sehen. Mischen wir es. Ich liebe es. Ich sehe dich, Feuerjunge. Mein Feuer-Make-up ist fertig. Aber das ist nicht mein Outfit. Garderobe! Mal sehen. Nein. Dieser? Nein! Und das hier? Hässlich. Das hier? Oh, verdammt. Oh, warte eine Sekunde. Schönes T-Shirt. Meiner ist langweilig. Kann ich bitte dein T-Shirt haben, Herr Bär? Was? Nein, nein! Das gibt's doch nicht! Wie wäre es mit Papier, Schere, Stein? Na gut, los geht's! Ich gewinne! Ich gewinne! Ich habe gewonnen! Du hast mich reingelegt! Gib mir dein Mich-T-Shirt! Hey! Das wird sich rächen! Ich habe das T-Shirt. Lass es uns anmalen. Zuerst müssen wir es in zwei Hälften teilen. Etwa so. Und tada. Aber trinkt nicht zu viel, Leute. Hey, Leute. Sieh mal, was ich hier Seht im Mund euch habe. Meine Flammen. Cool, warm es an. Oh, hey, was Mädchen. Was die Farben angeht, so habe ich hier das beste Färbematerial. Schüttet es aus und lasst es brennen. Ich scherze nie, wenn es darum geht, Dinge heiß und flammend mal, zu machen. Formwandler. Schauen Sie sich dieses prächtige Feuerrot an. Die Eiswürfel helfen der Farbe, zu verdünnen und auf dem T-Shirt zu haften. Ist das nicht eine schöne Kombination aus heiß und kalt? Oh mein Gott! Das Schmelzen der kristallenen Eiswürfel zu beobachten, ist so befriedigend. Jetzt blüht das Färbemittel wie Blumen im Frühling. Oh mein Gott, es ist so lebendig. Ziehen wir uns um. Du kannst so heiß sein wie ich mich. Ich weiß nicht, wahr?
Der Rock passt so gut zu mir. Außerdem fühlt sich das Oberteil sehr bequem an. Die Farbe macht mich zuversichtlich. Ich bin bereit, es der Welt zu zeigen. Hey, pass doch auf, Mädchen. Was macht sie da? Das sieht cool aus. Sie ist so schön. Was? Was ist denn hier los? Oh nein, sie kann mich hier nicht sehen. Verdächtig. Wasserflasche. Was kann ich mit machen? Ich weiß, was zu tun ist. Schneiden Sie jedes Ende der Flasche ab. Und verwenden Sie ein Cuttermesser, um den Plastik zu schneiden. Bitte seien Sie dabei sehr vorsichtig. Erledigt. Ich brauche etwas zum Ausmalen. Das brauche ich. Jetzt färbst du jeden Streifen mit diesem Textmarker ein. Färben Sie in allen Schattierungen des Gelb, Feuers. Orange und Rot. Denn sie stehen für Wärme, Kreativität und Aufregung. Als nächstes brauche ich ein echtes Feuer. Ich rufe das Pyro-Element an, um ein wenig Feuer für mich zu zaubern. Endlich! Brennen, Baby, burn. Er lässt sich wunderbar falten. Lassen Sie es wie echte Flammen aussehen. Ich liebe diese Pyrotechnik bis jetzt. Ich mache mir meine innere Pyromantie zu eigen. Du meine Güte, es ist so schön. Gut gemacht, mich. Legen wir sie an. Das ist ein hübsches Paar Armteile. Ich spüre, wie die Wärme, die Aufregung und die Pyro-Energie durch meine Adern sickern. Ich bin Katniss Everdeen in Catching Fire. Okay, Feuerjunge. Danke, Duke. Er liebt ihn mehr als mich. Das ist nicht fair. Mein niedliches Feuerjungen. Wasser? Warte, was? Es ist eine Überschwemmung hier drin? Wie ist das passiert? Oh nein. Was ist das? Was für ein paar hässliche rote Stiefel. Wir wollen sie cool aussehen lassen. Mein kreativer Geist wird gekitzelt. Ich werde hier mit einem weißen Marker eine Flammenform zeichnen. Danach wieder das Cuttermesser verwenden. Schneiden Sie entlang der Linie an den Stiefeln. Das ist ein bisschen knifflig. Und fertig. Die Stiefel sehen jetzt so viel besser aus. Die nächste Seite ist Auftragen von Heißkleber an der Spitze der Flammenform. Es läuft ein bisschen runter, aber es ist okay. Jetzt weiter zum nächsten Schritt. Jetzt kommt der lustige Teil. Was gibt es Schöneres, als goldenen Glitzer zu regnen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann auch goldene Schatten des Feuers sehen. Oh mein Gott, das sind die geilsten rot-goldenen Stiefel aller Zeiten. Kommt zu mir, meine Lieblinge. Super cool. Achte auf meinen feurigen Gang in einer Pfütze, Baby. Oh nein. Sie braucht das. Rote Feder, gelbe Schleife. Oh mein, ist das Schicksal oder was? Kleben Sie die Federn entlang des Bandes. Die kommen mir bekannt vor. Hey, das sind meine! Gelbe Federn hinzufügen. Und ein Hauch von schwarzen Federn. Ach, wie schön. Das ist ungeheuerlich! Wir wollen jetzt unsere Feder wieder haben! Ja, ja, ja! Es ist Zeit, es anzuprobieren. Das sieht so majestätisch aus. So viel Feuerenergie in diesem Look. Du magst es? Ich muss mich auf die Schule vorbereiten. Wörterbuch und Thanos Panzerhandschuh? Oh, Jay! Hey, hey, Jay! Ein kleiner Snack. Oder vielleicht ein riesiger. Du siehst alles verdammt heiß aus! Tasche. Komm schon! Oh nein! Das ist nicht gut. Hey, meine kleinen Freunde. Ich rieche Ärger. Danke, du. Ich werde eine neue Tasche machen. Legen Sie alle Schulsachen hier ab. Falten Sie den Boden so. Und beide Seiten rein. Dann den Kapuzenpulli. Stecken Sie die Ecken in den Kapuzenpullover, um ihn zu sichern. Schön. Und eine Schleife aus Band zur Dekoration. Dann beide Ärmel zu einem Knoten binden. Ein doppelter Knoten ist besser für die Sicherheit. Ziehen Sie den Knoten fest und die Tasche ist fertig. Vergessen Sie das Telefon nicht.
Schieben Sie ihn in die Tasche. Jetzt kann ich loslegen. Sieh dir meine Swag-Tasche an. Die Schleife, die Farbe. Alles passt perfekt zu meinem Glut-Look. Oh, ich kann mir das Gesicht meines Schwarmes nicht vorstellen, wenn er mein neues Outfit sieht. Hey, Leute! Sie drehen alle ihren Kopf zu mir. Nein! Lass mich in Ruhe. Lassen Sie mich runter. Ich habe Höhenangst. Was? Ich liebe dich? Lassen Sie mich gehen. Hey, ich bin Emma, die Pyro-Prinzessin. Wo ist er hin? Was? Nun, ich schätze, du hast einige Fortschritte gemacht. Ich helfe dir auf. Danke, du. Liebst du mich wirklich? Aber ich habe mich verändert. Das ist mir egal. Ich werde dich immer lieben. Du bist wieder zu Wasser geworden. Ja. Was ist in meinem Bauch los?